Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird mal was Älteres, nämlich ein Port Charlotte OLC von 2010 Patch 1. Ein Port Charlotte von Bruichladdich. Passenderweise habe ich dieses wunderschöne T-Shirt dazu an, was ich beim Whisky Raider für die Charity-Aktion Kinderherzen ersteigert habe. Also für einen guten Zweck. Außerdem ist es noch ein tolles T-Shirt. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen OLC 2010 abgefüllt, destilliert, und zwar der Patch-Version 01. Ja, das ist die neue Version. Da gibt es ja einige davon. Da gibt es einen Pack und noch zwei, drei andere. Und das sind diese Dosen, die es dazu gibt. Und diese Apothekerflasche, die allerdings aussieht wie eine kleine Salatölflasche. Sage ich immer, außerdem sieht sie aus wie eine 05er, ist aber eine 07. Der Kollege hier hat 55,1 Volumenprozent Alkohol. Also Fassstärke. Und das OLC ist wohl die Abkürzung für Oloroso Cask 01. 9 Jahre ist er alt, nicht gefärbt, nicht filtriert. Gibt sonst noch was? Cask Exploration Series. Ich glaube, das ist der Nachfolger, wie es Bruichladdich mit diesen silbernen, satinierten Flaschen hat. Ist das da von Port Charlotte mit den rauchigen? Dazu hat der liebe Scotchmate Berlin, der Kai, mir ein Sample zukommen lassen, damit ich den mal probieren kann und vor allen Dingen, damit ich den mit euch gemeinsam verkosten kann. Ich habe mir jetzt, glaube ich, auch privat noch einen bestellt für einen relativ fairen Preis und bin sehr, sehr gespannt, weil ich ja ein Octomore-Buddy bin und ein Bruichladdich-Fan bin. Habe ich auch natürlich den einen oder anderen Port Charlotte auch im Glas gehabt. Und der hier, den kenne ich allerdings noch nicht. Von daher ist es für mich auch Neuland, mit euch den heute zu verkosten. Die Farbe, wenn man sich ansieht, ich halte es mal ein bisschen höher, ist ein schöner, bräunlich schimmernder, bernsteinfarbener Ton. Lecks zieht er schon mal gut. Dann wollen wir mal das Näschen reinhalten und versuchen zu erriechen, in welche Richtung es hier geht. Schöner ledriger Rauch, leicht phenolisch, leicht medizinisch, süß, bärig. Erdbeeren mit Vanille. Schöne rote Erdbeeren mit Vanille. Gewisse Kräftigkeit hat er. Die 55,x merkste, aber nicht unangenehm. Wunderschöne Vanillenote drüber. Ich nehme an, dass der auch erst in Ex-Bourbon-Fass gereift ist und dann in Olorosos nachgefinisht wurde. Ich habe jetzt da gar nicht recherchiert, mordsmäßig. Entschuldigung, bin einfach noch verkühlt, weil ich den mit euch gemeinsam auch relativ schnell verkosten wollte. Also die Nase ist wirklich wunderschön. Dieser ganz zarte Rauch, nicht wie beim Octomore und auch nicht wie wenn du dir so ein Artback oder Co. einschenkst. Ja? Da hast du immer diesen alten, teerigen, aschigen Rauch. Der hier lebt. Das ist ein süßer Rauch, das ist ein Barbecue-Rauch. Sehr lecker. Warm ist er. Mit einer ganz zarten medizinischen Note. Und wie gesagt, ich
riecht da wirklich ganz klassische Vanille mit Erdbeeren. Schönen, reifen, roten Erdbeeren. Eine ganz zarte Nussigkeit. Herrlich. Wunderschöner Whisky. Ich probiere mit euch. Astringiert. Speichelfluss. Hast du zwei oder drei extra Schluck im ersten. Gar nicht so süß auf der Zunge. Holzig, würzig, kräftig. Schöner, trockener Kaffee. Der Rauch, relativ zart im Hintergrund, angenehm eingebunden. Eher ein erlöschendes Feuer, ein erlöschender Feuerrauch. Fruchtigkeit, relativ dezent. Auch da diese leicht erdbeerigen Noten. Vielleicht hier gesellen sich noch ein paar, Himbeeren würde ich nicht sagen, ich würde es eher in Brombeeren, weil eine gewisse Säure auch mit dabei ist. Gesellen sich dazu und vielleicht ein paar Sauerkirschen. Und das alles wunderschön verwoben miteinander. Der Alkohol, die 55 passen, du merkst sie, aber es ist nicht so, dass die jetzt Wasser unbedingt benötigen würden. Ja? Ja. Eine gewisse Erdigkeit kommt noch dazu. Feuchte Graberde oder feuchte Blumenerde, sagen wir es mal so lieber. Vanille, Erdbeeren. Schöner Holzeinschlag, leicht phenolischer, leicht medizinisch angehaucht, warmer Lagerfeuerrauch. Ja, probier nochmal. Eilerauch, den merkst du, ein sehr eigener Kandidat, eine sehr dezente Fruchtnote aus Erdbeeren und Brombeeren, leichte Säurespitze, so ein kleiner Tropfen Balsamico-Essig, Holz, also Nussigkeit, Walnüsse, unreife Walnüsse, eine Schärfe entwickelnd, eine Pfefferschärfe entwickelnd und eine sehr wärmende, angenehme Konsistenz im Mund. Der Abgang ist, ich würde mittellang beschreiben, weil diese Rauchigkeit hauptsächlich im Mund bleibt und die Würzigkeit, die hinten in der Kehle hängt. Die Fruchtigkeit ist relativ schnell weg, der ist auf der Zunge nicht so süß wie in der Nase. Die Nase gefällt mir hier sogar einen ganzen Ticken besser wie der Mund. Der Mund ist klassisch gut, es ist ein Bruichladdich, es ist einfach mein Style von Whisky und ich finde Experiment auch gelungen, weil er bringt im Endeffekt diesen Oloroso rüber. Er hat eine leichte Nussigkeit drin, er hat diese Erdbeeren drin, er hat einen schönen Vanilleeinschlag drin, ist nicht sonderlich komplex, das ist sehr in eine Richtung gehend, aber für 9 Jahre ein sehr leckerer Whisky. Kostenpunkt von dem Ding, ja, in der heutigen Zeit schätze ich mal um die 100 Euro. Zwischen 95 und 105 Euro sollte man den
kriegen. Ich habe dankenswerterweise von diesem wunderbaren Kollegen aus der Flaschenteilungsgruppe für einen sehr fairen Preis bekommen. Und deswegen habe ich ihn mir auch gekauft, weil die Flasche dann auch aufgemacht wird. Ich habe nämlich noch eine im Keller stehen. Meine Lieben, wer von euch hatte den schon im Glas? Wer hat seine Erfahrungen mit dem gemacht? Und wie hat er euch denn geschmeckt? Oder wie steht er überhaupt zu dem ganzen Thema Bruichladdich Octomore versus Port Charlotte? Welcher schmeckt euch am besten? Schreibt es mir doch in die Kommentare rein. Ich freue mich immer, mit euch darüber diskutieren zu dürfen. Und wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann gerne den Daumen nach oben. Auch über ein Abo freue ich mich. Und ansonsten verbleibt mir wie immer zu sagen, raise your Scottish horns, stay hard und slangema. Und ich verbleibe bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Häcksler. Haut rein!